course, there's a lot of influence of jazz music because we have jazz musicians in the band. Of course, we try to reach the finesse of a chamber music. And the music will explore different, you know, definitely Moroccan and North African music, folklore and classical music, Mediterranean sounds, very Israeli harmonies. Working on this project the whole week, and I feel that tonight would be the only, would be the first time for all of us kind of to zoom out of the work in progress, and I'm really curious to know how this will be. Ich habe einmal für Musik die Idee formuliert, dass jedes Stück seine eigene Psychologie hat. Das nenne ich Formpsychologie. Jedes Stück muss sich aus seiner eigenen Psychologie entwickeln. Und das muss stimmen. Es ist eine eigengesetzliche Bewegung in der Komposition. Webern hat mal dieses wunderbare Wort gesagt von Wuchsform. Eine Komposition hat ihre eigene Wuchsform. Und da muss man lauern, dass man der auf die Spur kommt. Asiri dami eşkin olali senden vefa görme. Seni her yanda seni her yanda görsen ehli derde aşina. Я когда изучала муга, сацу, конечно, я не думала, что кто-то меня будет слышать, кто-то я буду выступать в, где-то в мире. Я это как ребенок это выросла в этот жизни, музыкальном жизни, и росла, выросла там. И потом я не знала, я увидела, что я живу в другом мире, я живу с отцом, рядом с отцом, рядом с музыкантом, рядом с зрителем. Я уже тогда я вдруг, как будто я из во сне проснула, из во сне, уже думала, что я здесь, уже я, это моя дела. Jeder Ton ist kostbar. In a Landscape von John Cage. Jeder Ton ein Gedanke. Harmonisch ist es
sehr minimalistisch. Es gibt eigentlich keine anderen Noten als diese, aber halt mit einer Dissonanz. Das heißt, man hat diese Dissonanz, die eigentlich stört und doch sanft ist. Und er spielt damit. Das heißt, die Dissonanz kommt manchmal vor, manchmal ist sie nicht vorhanden, wie zum Beispiel hier. Mit über 2 Stunden Verspätung Ankunft in Sarepta. Die vor dem Konzert eingeplante Probezeit ist bis auf wenige Minuten geschrumpft. Die ersten Zuhörer warten schon. Einige Frauen in Trachten aus dem 18. Jahrhundert, der Blütezeit der deutschen Siedlung. Herzlich willkommen. Danke. Wie geht es? Gut. Danke. Ist noch nicht ganz bereit. Kaltstart ins Konzert. Muss auch mal gehen. Ja, der ist so ein bisschen tiefgefroren. Der müsste eigentlich schon ein bisschen wärmer sein. Während sich das Orchester in Rekordzeit bereit macht, warten draußen immer mehr Menschen vor der kleinen Holzkirche. Deutsche Kultur steht hier noch immer hoch im Kurs, auch wenn Sarepta längst keine deutsche Gemeinde mehr ist. Das Orchester aus Osnabrück ist ein Ereignis und alle Plätze auf den harten Kirchenbänken werden am Ende besetzt sein. Auf dem Programm Schubert und Haydn. Seine Tourneen durch die erste Welt sind ausverkauft. Mit dem Erlös von Konzerten und Plattenverkäufen finanziert er sein Herzensprojekt. Eine Show in Paris reicht für eine Schule in Afrika, wie diese in Bamako. Hallo, wie geht's? Nur Bildung kann Afrika retten, glaubt er, und nennt das seine afrikanische Revolution. Es ist die Schule, die Afrika verändern wird. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass ihr weiter lernt. Denn ihr lernt für euch, für eure Zukunft. Die Menschen haben die Macht, aber sie wissen es nicht. Kein Selbstvertrauen. Das alte Dilemma, von dem Despoten und Geschäftemacher profitieren. Davon und wie sich plötzlich alles ändern kann, singt er. Sein Album African Revolution entstand kurz vor dem arabischen Frühling. Pourquoi la révolution a commencé? Was hat die Revolution in Nordafrika möglich gemacht?
Das Bildungsniveau in Tunesien, Ägypten oder Libyen ist höher als hier. Schwarzafrika wird noch 15 bis 20 Jahre brauchen, bis alle Zugang zu Bildung und Internet haben. Doch dann wird es auch hier krachen. Es geht in dem Stück um Angst und man muss bei dem Max immer spüren, immer und, je, und wenn man es ihm zum 100. Mal singt, dass der an seiner Grenze ist und dass der Angst hat und die Angst einfach auch alles bestimmt, was er tut. Es kommt der Druck dazu, dass die Hochzeit stattfinden soll. Der Max eigentlich weiß, er kann der Agathe kein Ehepartner sein. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt so wirklich kapiert habe, wie der Freischütz das Ganze, wie das so funktioniert und so. Also die ganze Geschichte. Max. Theaterpädagogin Annette Schekan hilft. Stück für Stück setzt sie mit den Schülern die Geschichte zusammen. Wie fühlt sich Max? Wie geht er? Wie spricht er? Und wieso sagt er Sätze wie diese? Nein, länger trage ich nicht die Qual. Die Angst, die jede Hoffnung raubt. Die Angst, die jede Hoffnung raubt. Länger trag ich nicht die Qualen, die Angst, die jede Hoffnung raubt. Für welche Schuld muss ich bezahlen? Es ist so, wenn jemand in dem Moment mit einer Idee kommt oder was verändert, also wenn Kayan die Slap-Technik spielt, dann gehen wir mit, dann passiert es schon in dem Moment. Ne? Dann wissen wir, machen die Augen zu und dann wissen wir, ah, okay, jetzt geht es in die Richtung. Wenn Salman anfängt, wie eine Uhr zu ticken, dann gehen wir da drüber. Ne? Wenn ich leise werde, werden wir leiser. Ne? Wenn ich den Rhythmus am Anfang beginne, beginnen wir mit dem Rhythmus. Das ist alles so Klangwellen, ne? Richtig so eine Welle und jeder darf die Welle in eine verschiedene Richtung schieben. Gerçekten de hani hiçbir kaygı olmadan tek rahat ettiğimiz, kendi evine gidiyormuşsun gibi hissettiğim tek bir yer diyebilirim. What was very interesting was all the viewers on internet wrote in to say that they were touched, they were emotionally moved by this Uyghur voice. I think he's a very relevant singer, artist right now because he's actually changing the face of a fairly unknown minority in China. Günüm, güleyim, o kay, o rey,